Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardüm zu einem neuen Part. Schmund vor Flat. Solo mit dem Zwergfürst. Ja, spiel das Level hier einfach mal alleine. Ja, so der Plan. Und ich fall direkt mal in die Lava. Ja, das Level hier wollte ich mal alleine mit euch spielen. Ja, mit euch als Zuschauern. Ja. Das eine... Oh, da war ich gerade ein bisschen in der Ego-Perspektive. Ja. Ein weiteres Mario-Level. Oha! Da habe ich von dem Balken erschlagen. Der liegt jetzt da auf der Lavafläche. Jo, Super Mario 64. Lava Land. In Human for Flat. Auch eine schöne Alternative zu dem verwackten Super Mario. Brustlevel. Ich denke mal, das werde ich mit dem Super Mario Brustlevel bringen. Ich werde es nicht gleichzeitig hochladen, aber an demselben Tag, denke ich zumindest. Mal schauen. Ich nehme es deutlich später auf, aber wenn ich es jetzt schon so gesagt habe, wenn ich es schon so angekündigt habe, dann muss ich das jetzt auch so bringen. Ja, Save Point. Durch da. Verdammt. Da wurde ich weggewirbelt. Zum Glück haben wir den Checkpoint. So, heute Modus Solo. Ganz alleine. Ha, knapp. Knapp vorbei. So. Die Box müssen wir, glaube ich, hier rausholen. Oha. Bin ich wieder gestorben, aber der Weg ist frei. So, ganz vorsichtig, die Hämmer sind auch bescheuert. Hau! Das hat mich ja knapp verfehlt. So, die Axt. Brauchen wir die irgendwo für? Ich glaube nicht wirklich, hier gibt es nicht wirklich große Bäume. Ich habe dort hinten einen gesehen. Ja, genau der. Ob wir den fällen können. Ja, fällen können wir den bestimmt, aber was uns das bringt, den zu fällen. Save Point. Okay, die Angst mit hochnehmen. So. Springen. War noch nie meine Stärke. So. Na komm. Fäll den Baum. So. Na komm. Na. Das wird wohl erstmal nix. Oh, doch. Es wird was. Einmal habe ich schon getroffen. Es hat schon geklackert. Okay. Na, das mit den Äxten hier in Human Verflat ist jetzt nicht das. Ist das nicht das Genialste? Ich bin ein Zwerg, ich kann auch wohl mit der Axt umgehen. Und... Hi-ja. Und... Hi-ja. Und... Hi-ja. Na komm. Nee. Das sah schon vielversprechend aus, aber... Nee. Komm, lassen wir es bleiben. Das für nix. Da wird nichts draus. So, das Ziel ist tot. Man sieht es schon. Ja, wir können das Level trotzdem noch erkunden. Wir müssen nicht sofort zum Ausgang rennen.
können wir uns die Zeit auch noch nehmen. Oh, das Brett ist tatsächlich drüben. Das hätte ich nicht gedacht. Was dieser Baumstamm bringen soll, weiß ich nicht. Vielleicht soll er ein Übergang zur Insel, zur Vulkaninsel sein, aber ja, kommt man auch so rüber. Ich habe doch Mario 64. Mario 64 einige Male gespielt. Als Let's Play habe ich es auch schon gebracht. Also jetzt nicht zu Ende als Let's Play gespielt, aber angefangen habe ich es als Let's Play. Sollten wir vielleicht mal weiterspielen. Sollte ich vielleicht mal neue Parts von bringen. Von Let's Play. Super Mario 64. Hat sich in letzter Zeit einfach nicht so angeboten. Ja. Schauen wir mal. Nein! Du musst springen, Svenny. Spring. Spring um daneben. Ja, aber ist doch ein schönes Level hier. Die Lava Lagune. Oder wie das heißt. Lava Lava Land. Also in Mario 64 hat das Level schon Spaß gemacht. Hier ist es auch gar nicht so schlecht. Also, mir tut's gefallen. Das in Super Mario 64, Quatsch, das in Human Fall Flat umgesetzt. Gar nicht übel. Ich will eigentlich mehr Mario Level sehen. Das ist eigentlich. Das finde ich eigentlich genau richtig. Können wir in den Vulkan rein? Und das Brett mitnehmen und das da hoch? Können wir das jetzt Rampe benutzen? Ach, verdammt. Wahrscheinlich eher nicht. Können wir da rein? Können wir da hochklettern? Irgendwas war da drin. Habe ich gerade was gesehen. Geht's da runter? Ja, da gibt es ein paar Bretter. Da ist was drin in dem Vulkan. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht, dass das Level dort abgesetzt wird, aber. Na, man kann es ja mal versuchen. In Super Mario 64, für die, die es nicht kennen, geht es da ja weit runter. Okay, was haben wir hier? Aha. Pakami Taiko Domo Nanoni. Aha, das ist doch irgendwas Asiatisches oder so. Ist ja interessant. Wenn man in Super Mario 64 in den Vulkan reinspringt, kommt man irgendwie noch in eine untere Welt. Also da ist noch irgendwas. Das ist noch eine mysteriöse Unterwelt unter dem Vulkan. Geht's noch weiter am Level? Gibt's ein geheimes Lava-Level? Naja, geheim. Ich weiß nicht, inwiefern man bei Super Mario 64 noch geheim sagen kann. Das Ding ist schon eine Weile auf dem Markt. Das ist halt. Alles, was da irgendwie geheim sein könnte, wurde halt schon längst entdeckt. Es hat kein Geheimnis mehr. Ja gut, haben wir das mal. Oh. Ah, verdammt. Wollte gerade sagen, nicht in die Lava fallen. Aber gut. In Super Mario 64 bewegt sich das Ding auch, wenn man drauf landet, also wenn man da drauf springt. Dann geht der Vulkan aktiv und aus diesen Röhren da kommen Feuerstrahlen raus. Dann wird halt hier ordentlich geröstet. Die Dinger sind ja auch in Super Mario 64 aktiv. Das heißt, wenn du da runterrutscht, du kannst auch runterrutschen. Oh, ich laufe auf der Lava. Alles klar. Oh, ja, da ist die Lava vorbei. Also da beginnt die Lava. Da kann man ja fast rüberlaufen. Ist ja interessant. Na, ja, hätte ja sein können. Die Hitbox von der Lava ist zu groß. Oder zu klein.
genau gesagt zu klein. Man kann auf der Lava stehen. Die Box von dem Felsen ist zu groß. So sieht's aus. Huh. Ach, verdammt. Da fängt gleich die nächste Kante an. Da könnte man, ja, könnte man rüber, wo man sich gut anstellt. Ha. Ja, okay, das geht schon mal nicht. Jo. Oh, ich habe ein Bein verloren. Mist, ich bin einbeinig. Warum? Ha. Oh. Einbeiniger Zwerg hüpft durch die Gegend. Ich glaube, darüber zu dem Stamm kommen wir nicht. Schade. Das hätte ich durchaus gerne gespielt. Oh. Ja, hier ist Lava. Tunk. Tunk. Ja. Ich hüpfe auf einen Bein. Ich laufe auf einem Bein. Ich weiß nicht, wie der das hinkriegt, aber ja. Einbeiniger Zwerg. Und ups! Ach verdammt! Zu spät abgesprungen. Da ist die Lava leider existent. Oh, ich habe wieder beide Beine. Sehr gut. Hau. Und hops. Und zack, die Dose da. Das ist halt wirklich knapp hier. Fische Lava kann man halt leider nicht schwimmen. Ja, verbrennt ein halt, wenn man Lava reinhüpft. So. Ach, Kacke. Ich mach dreimal, viermal denselben Fehler hintereinander. Was soll denn der Mist, Zwergi? Vielleicht kann ich das mitnehmen. In den Tod. Wenn ich den Tod mit reinnehmen kann, ich's. Ah, dann geht's gut. Gut respawned. Ups. Jetzt kann ich dich vielleicht hier als Begleiter mitnehmen. Dich jetzt Brett dorthin legen. Macht es mir leichter rüber zu kommen. So. Ups. Ja, drüben. Okay, gibt es dann eine Möglichkeit rüber zu kommen? Ich will zu dem Baumstamm. Ich weiß, das Ziel ist woanders, aber ich will jetzt mal gucken. Gäbe es eine Möglichkeit, gäbe es eine Option. Hui. Und nun? Normalerweise müsste sich das Ding hier bewegen. Das Brett. Tut's nicht. Schade. Falsch programmiert. In die Lava laufen können wir nicht. So. Hops, hier rüber. Vielen Dank. Ja. Super Mario 64 hast halt hier überall Lava-Bälle, die dir Hot Heats, die dir entgegenkommen, die das Leben schwerer machen. Ja. Ich muss das mal rüberkommen. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Hier war noch ein bisschen da, war noch ein bisschen kaputt. Kommt man ein bisschen immer Lava rüber laufen. Uha. Da müssen wir rüber. Oh. Das
Das Brett, das bräuchten wir jetzt, um da wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt diesen Checkpoint, das ist eigentlich relativ blöd. Dafür, dass wir wieder zurück müssen. Dafür wäre der Baumstamm vielleicht gut. Müssen wir halt Restart Level klicken. Ja. Wir verpassen nichts. Ihr habt es ja schon gesehen. In der Aufnahme ist es ja drin. Die Tür haben wir nicht frei gemacht jetzt. Und die Axt haben wir nicht mit. Am Hut. Im Original Lava Level von Mario, im Original Mario Level, gibt es verschiedene Arten drüber zu kommen. Da kann man auch hier halt über diese Insel lüpfen. Kann man halt über diesen Weg gehen. Eine Möglichkeit besteht auch darin, dass man den blauen Panzer benutzt und dann einfach übers Meer segelt. Das Lava Meer. Ja. Human Fall Flat hat dann halt auch eine andere Physik. Ist halt ist nicht möglich, was in Super Mario halt möglich ist. Verstehst? Und ups. Ich frage mich, warum ich Discord eigentlich immer anhabe, nicht aufnehme. Also ich meine, während nach der fünften Aufnahme ist es logisch, wenn man mit denen reden muss. Ich habe im Hintergrund jetzt wieder das Pochen gehört, dieses Blub. Das Bluppen. Ah, verdammt. Jetzt haben wir den Checkpoint hier wieder geladen. Das ist gut. Huha! Das war zu knapp. Tja. Man kann es, glaube ich, auch stumm stellen, dass das in der Aufnahme nicht zu hören ist. So, das wieder rausschaffen. So, mach den Weg frei. So geht's auch. Vielleicht kann man mit der Kiste schwimmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ah, verdammt. Wie oft ich hier schon gestorben bin. Ah, noch einmal mehr. Auf die andere Insel teleportiert, kann man dadurch nicht werden, oder? Ha! Verdammt! Man muss das schon gut timen, dass man da durchkommt und nicht gefegt wird. Und los! Verdammt! Ich war schon fast drüben. Na komm. Der Hammer ist auch blöd hier. Das ist ziemlich das einzige Hindernis hier. Und Human Fall Flat in dem Level. Verdammt! Na, verdammt, komm, ich war drüben. Das geht auch nicht. Verdammt! Wann soll ich denn hier los? Am besten, glaube ich, wenn das kurz gerade weg ist. Also jetzt! Aber ich genug Zeit. Ja, sehr gut. So um die Ecke. Durch den dunklen Tunnel. Ja, so dunkel ist er gar nicht. Wird von der Lava beleuchtet. Hops. Dann gehen wir jetzt mal links. Statt rechts. So. Okay, die Hämmer, die schleudern mich auch wahrscheinlich wieder weg. Ach ne, die hauen mich nur runter oder was? Alles klar. Okay, dann laufen wir jetzt hier über dieses Puzzle. Haben wir alle Seiten des Levels gesehen. Nimm es mit. Nicht runterwerfen. Nicht in die Lava kippen. Das werde ich bestimmt gleich machen. Und hier rüber. Das wird es. Ach!
Das ist das Knifflige hier dran. Das Brett durchzukriegen ist natürlich ein bisschen. Ja. Okay. Da bin ich eine Weile dran geschwommen. In dem Brett. Können wir das auch noch wegschmeißen? Nehmen wir dich halt mit. Ich trage hier Bretter umher. Riesig große Bretter. Müssen wir mal ab und zu mal absetzen hier. Nicht, dass das uns wieder weggehauen wird. Ja, wird es uns gerade liegen lassen. Uns durchschieben. Setzt das Geheimnis unter den Hämmern durch. Yep. Okay, so kann es gehen. So könnte es klappen. Wird ab und zu umgeboxt, aber. Ja. So durch. Vorsichtig. Nicht in Lava schmeißen. Und voran. Mein Kopf. Und, na komm. Da klemmt doch was fest. Na komm, auf die andere Seite. Safeste Brett. So, nicht in Lava damit. Sehr gut. So, okay, da haben wir es, wo wir es wollen. Sehr gut. Und einmal hier hin. Steht runter. Ja. Und ja, vielleicht können wir es als Rampe benutzen, so ein bisschen näher rankommen. So, hab's. Ja, das ist gut. Checkpoint. Ja. Eine Puzzleteilen festhalten. Das bewegt sich in Mario auch. Hier können wir locker durchhüpfen. Mario wäre das nicht gegangen. Da bewegt sich das Ding. So, drunter durch. Hinauf. Wah, hinab. Und ja, jo. Hops. Hier müssen wir ein bisschen springen. Das ist ein Jump and One. Nicht nur One, sondern auch Jump. Save Point. Jo, was gibt's da drauf? Einfach nur eine Fläche. Jo. Ziel gerade. Gleich da. Und hops. Sehr gut. Von der Lava befreit. Und hops. Oh, das ist ein bisschen hoch. Ich bin jetzt leider am Singleplayer unterwegs. Kann mir keiner hochhelfen. Muss ich hangeln oder was? D. A. D. A. Nein, nicht die DAGI-LP Community. Tasten DA und rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das war wohl nix. Und ja, das könnte was werden. Fast. Nein.
nicht loslassen. Immer eine Maustaste loslassen. Die andere behalten. Am besten die, die weiter oben ist. Und hab's. Hab's nicht. Und nice. Und jupp. Oben bin ich. Puh, das hat ein bisschen gedauert. Und drüber hier. Und hoch. Und hoch. Zieht, ich komme. Und hab's. Notausgang. Yay, Ziel erreicht. Yay. Ich habe das Level beendet. Und ja, dann wahrscheinlich hier runterspringen. Da hinten in die Lava rein. Ja, der mich nach oben soll es euch gefallen haben lassen. Aber wenn ihr neu seid, das nächste Video nicht verpassen wird. Haut da rein. Ciao, ciao. Yahoo! Level beendet.